Heute Abend. Heute Abend haben wir zwei großartige Frauen zu Gast, meine Damen und Herren. Langjährige Kolleginnen von mir, Land auf, Land ab, volle Säle, volle Hallen mit ihrem Kabarettprogramm. Am Freitag startet ihre erste eigene Spielfilmserie, würde ich als Angehörige der Vorkriegsgeneration sagen. Es heißt, glaube ich, Dramedy. Dramedy beim WDR. Heute Abend bei uns Misfits. Danke, Sven. Kann ich da ein bisschen Hall haben dafür? Danke, Sven. Das hat gleich eine ganz andere Tiefe, oder? Ja. Wenn du was mit Hall sagst. Ich finde auch, Banales wird irgendwie tiefsinniger durch Hall. Das hört sich an, als würdest du das letzte Mal sagen. Welches Bier trinkst du heute? Ich trinke heute zu Ehren von James Bond, der ja morgen startet, ja, der neue James Bond, trinke ich ein Martini, Weißbier. Aber natürlich. Aber natürlich geschüttelt. Das möchte ich bitte sehen. Ja. Ein geschütteltes Weizen. Das möchte ich sehen. Ja, nicht gerührt. Okay. Bitte? Gerührt, nicht geschüttelt. Wir haben extra im Internet nachgeguckt. Geschüttelt, nicht gerührt. Bist du sicher? Sag Bond. Ja. Ja. So, geschüttelt, nicht gerührt. Reinkommt. So. Geht doch. Und? Ja, 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 ja. Hör mal, ich habe eine interessante Mail bekommen, ja, von Horst Koch aus Leinfelden-Echterdingen. Ja. Weißt du, wer Horst Koch aus Leinfelden-Echterdingen ist? Das ist ein alter Kumpel von dir, den du irgendwie aus Nürtingen, oder? Ja, ich kenne ihn nicht, aber er kommt aus Nürtingen. Ja. Und er ist Präsident der German Poker Players Association. Ich las das, ja. Ja, du hast es gelesen und du weißt, was dir blüht. Mein Name ist Horst Koch, ich bin 1958 in Waldorf-Hessler geboren und habe mich zur gleichen Zeit wie du in Nürtingen beim Kaufhaus NC Hauber, das ist das große Kaufhaus in Nürtingen, sowie in der Imbissstude Diana in der Neckarsteige herumgetrieben. Mhm. Ich möchte folgende Geschichte erzählen. Warst du da wirklich? Wo? In Diana? Im Diana war ich auch. Häufiger war ich allerdings in der Imbissbude Hutzelmännle-Grill. So. Ja, Hutzelmännle-Grill. Und immer noch gut im Geschäft, habe ich neulich gesehen. Echt? Gut. Wenn Sie in Nürtingen aus dem Bahnhof rauskommen und die einzige Straße, die es da gibt, links gehen, ja, nach ungefähr 250 Meter Hutzelmännle-Grill. Toll. Ja, haben wir nicht mal die Geschichte des Stuttgarter Hutzelmännle erzählt? Wir wollten sie erzählen. Ja, nicht, von Eduard nicht ausführlich Mörike. Genug. Würde? Nicht ausführlich genug erzählt. Hm? Kommt noch. Klar. In den nächsten 70 Jahren die Geschichte des Stuttgarter Hutzelmännle. Als wir Pokerabend hatten, gegen 23.40 Uhr hatte mich meine Frau Liane angerufen, um mir zu sagen, dass bei Harald Schmidt heute Abend gepokert wird. Anschließend hat mich eine Lawine von Anrufen überrollt, um mich zu fragen, ob es eine neue Pokerregel gibt, die sagt, dass die kleine Straße mit vier Karten zählt. Was ich natürlich verneinen musste. Die kleine Straße zählt immer. Immer mit fünf aufeinanderfolgenden Karten, zum Beispiel 2, 3, 4, 5, 6. Das war genau das, was ich dachte. Es gibt keine kleine Straße mit vier Karten. Es gibt diese Sonderregel und wo? Du wolltest, naja, irgendwie, wo? Ich in einem Buch habe ich die gelesen. Ist vielleicht nicht die offizielle deutsche Pokerregel. Aber ich spreche hier mit dem Präsidenten der German Poker Players Association. Du sprichst nicht mit dem, du liest es vor. Und ja. Wirklich, wirklich. Wichtig, ganz wichtig. PS, übrigens, ich bin an dem Tag, als du deine erste Harald-Schmidt-Show hattest, das war der 5. Dezember 1995, in Berlin deutscher Pokermeister geworden. Geil. Nichts als Zufälle. So, da dich Helmut und Manuel bei diesem Pott einfach ahnungslos überstimmt haben, kann ich dir sagen, dass du den Pott von 90 € gewonnen hast.
Ich hoffe für dich, dass Helmut noch flüssig ist, wenn du ihm sagst, dass er den Pott zu Unrecht gewonnen hat. Ich habe ihn ja gar nicht gewonnen. Wer hat ihn gewonnen? Du hast ihn doch mit zwei Pärchen gekriegt. Ich hatte diese kurze Straße, ja? Aber du hattest zwei Pärchen. Ist das wahr? Ich meine, ich glaube ja. Auch. Hattest ja. Du nicht noch mal eine kurze Straße und hast ihn dann geschlagen mit dem Pärchen? Wieso schreibt am Pokerhorst, dass Helmut ihn gewonnen hat? Nee, ich habe ganz am Anfang mal gewonnen, da hatte ich aber auch ein Pärchen. Aber den Pott habe ich gewonnen? Den Pott hast du gewonnen, weil du kamst erst mit zweien, die hast du aufgedeckt. Und dann habe ich eine Karte aufgedeckt, dann sagst du, das wäre nicht genug. Verstehe. Also ich habe eine 2 hingelegt. Na, außerdem bist du selber schuld, du wolltest es eben nicht vorher, sondern während des Spiels klären und dann hast du Pech gehabt. Danke, Horst. Horst aus Waldorf-Heslach geboren, da war er sogenannter Fahrschüler. Das sind die Schüler, die mit dem Bus nach Nürtingen reingefahren sind. Teilweise du kennst ihn nicht persönlich? Nee, ich kenne nicht persönlich. Okay. Teilweise eine Stunde Busfahrt pro Tag, um ja. Nach Nürtingen reinzukommen. Schleidorf, Waldorf-Heslach, Altenried, Wolfschlugen, Zitzishausen, Großbettlingen, Kleinbettlingen. Schorndorf ist so weit weg. Bitte? 90 Euro, also wenn es darum geht jetzt. Wieso? Du hast doch gar nicht gewonnen. Ja. So habe ich es in Erinnerung. Ich meine, wenn jetzt hier Horst aus... Nee, Horst scheint sich getäuscht zu haben, wenn ihr das beide sagt. Ich habe es eigentlich auch so in Erinnerung. Was ist mit dir? Nichts. Wir suchen ein Paar. Es geht um James Bond. Es geht darum, einen Klassiker James Bonds zu synchronisieren. Eine kurze Szene. Hier ist das Drehbuch Goldfinger. Sie nehmen hier Platz. Sie haben auch ein Drehbuch. 500 Euro, eine Dame, ein Herr, die vielleicht einander verbunden sind. Oder die sich aus Gründen von 500 Euro schnell zusammen tun wollen. Ja? Wer möchte? Sie beide, bitte. Ja? Unser Paar, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. Hallo. Nehmen Sie hier Platz, bitte. Haben Sie schon mal gesehen, wie wir das machen? Kennen Sie das? Ja. Also ja. Ich habe es mal bei Moulin Rouge gesehen. Bei Moulin Rouge. Ja. Jetzt brauchen wir Ihren Namen, damit wir das einblenden können. Sie sind? Irene. Und Sie sind? Christian. Sind Sie ein Paar? Ja. Ja. Verheiratet? Nein. Nein. Verlobt? Nein. Aber Sie sind ein Paar? Ja. Sie wohnen zusammen? Nein. Wo wohnen Sie, in welcher Stadt? Ich wohne in Köln. Und Sie? Wieder im Ruhr. Oh, da führen Sie eine Wochenendbeziehung. Ja. Kann man so sagen. Aber Sie sind wirklich ein Paar? Ja. Sie sind doch kein Paar. Jetzt kommt die Fragevariante, die der gesellschaftlichen Situation Umstände trägt. Machen Sie noch was beruflich? Studieren. Was denn? Ich studiere Sport und Mathe. Auf Lehramt? Ja, Sport auf Diplom und Mathe auf Lehramt. Auf Lehramt. Und Sie? Sport und Sozialwissenschaften auf Lehramt. Aha, das ist aber eine interessante Kombination. Sport und Sovi? Ja, Sovi. Sagt Sozialwissenschaft, sagt man Sovi. Ja. Was macht man dann später in dieser Kombination? Das Lehramt. Ach so. Ach, Sozialwissenschaften ist ein Schulfach? Ja. Ach so. Bei uns ist es früher einmal Heimatkunde. Ist das in etwa dasselbe? Nein. Das ist vom Bundesland und Bundesland. In Berlin heißt, glaube ich, Sozialkunde, in Nordrhein-Westfalen Sozialwissenschaften. Ja. Bezeichnungen sind unterschiedlich. Haben Sie sich beim Sport kennengelernt? Nee. Nee. Beim Abitur. Ach so, Sie waren zusammen auf einem Gymnasium. Hier in Köln? Nee, wir waren in Müller-Ruhr. Ja. Gesamtschule Saarland. Schönen Gruß dahin. Ja. Und was sind Ihre Lieblingssportarten, wenn Sie beide so sportlich sind? Ich spiele Hockey. Feldhockey. Oh. Ja. Und Sie? Ich habe Fußball gespielt. Ja. Lange. Und jetzt fahre ich gerne Rennrad. Ein bisschen laufen. Sind Sie da ausdauernd? So mit abends nochmal schnell in die Eifel? Also ganz so schlimm ist es nicht. Aber am Wochenende fahre ich gerne mal ein Rundchen. Ja. Also, sind Sie James Bond-Fan? Geht's ja, so. Natürlich, klar. Ja. Sie sind jung und brauchen das Geld, oder? Genau. Ja. Sie kriegen schon mal sozusagen 100 Euro jeder Startgebühr. Ja? Super, danke. Nicht? Also aus Motivationsgründen behalte ich das Restgeld noch zurück. Wir haben das Drehbuch. Sie sind James Bond, und zwar Sean Connery. Und Sie sind Pussy Galore. Die Frau, die es zu überzeugen gilt. Ja?
Und wir müssen das ganz offiziell machen. Hier ist erstmal unser Vorspann. Magische Momente der Filmgeschichte. So, zeigen wir erst einmal das Original? Nein. Nein, man muss es ahnen. Ja. Man muss es ahnen. Ja? Die Szene spielt in einem Pferdestall. Und zwar James Bond spricht mit Pussy Galore, der Chefpilotin des Bösewichtes Goldfinger. Wer war Goldfinger? Gerd Fröbe? Ja, Gerd Fröbe. Hallo. Ja, Gerd Fröbe. Ja, Gerd Fröbe? Ja, Gerd Fröbe. Bond will Pussy überreden, Goldfinger zu verraten und die Seiten zu wechseln. Bond? Sie sind eine tolle Frau, Pussy. Ich bin ein sportlicher Typ. Ich wollte, Sie wären nicht so direkt an dieser Sache beteiligt. Vergessen Sie es. Ich bin nicht interessiert. Gehen wir. Ja, ich glaube, Sie müssen ein bisschen sozusagen verführerischer in der Stimme und Sie müssen, glaube ich, ein bisschen aggressiver ablehnen. Okay. Ja? Ja. Aber sonst war es gut. Wichtig ist auch vor allem schnell anschließen, ja? Keine zu langen Pausen machen, wenn man dran ist. Sie sind eine tolle Frau, Pussy. Ich bin ein sportlicher Typ. Ich wollte, Sie wären nicht so direkt an dieser Sache hier beteiligt. Vergessen Sie es. Ich bin nicht interessiert. Gehen wir. Was könnte Sie dazu bringen, die Dinge mit meinen Augen zu sehen? Sehr viel mehr, als Sie haben. Wissen Sie das so genau? Ich will es gar nicht wissen. Ist es nicht üblich, einem Verurteilten... Moment! Wieder will Pussy gehen, Bond reißt sie zurück in seine Arme. Pussy keucht. Ist es nicht üblich, einem Verurteilten... Aber dieses Keuchen, das Keuchen muss ja sozusagen mit einem Inhalt unterlegt sein, ja? Ich glaube, es ist so ein aggressives Fauchen. Sie ist ja genetisch schon okay. Also so, glaube ich eher so, ja? Also, nicht so. Okay. Ja? Es ist ein bisschen schlecht hier von dem. Ja, das stimmt. Also. Sehr gut. Ist es nicht üblich, einem Verurteilten seine letzte Bitte zu gewähren? Wie Sie wünschen. Pussy wirft Bond zu Boden. Pussy atmet tief durch. Stehen Sie auf. Nicht lässt Luft entweichen, sondern so. Also, so. Wie hört sich das an, tief durchatmen? Das weiß ich auch nicht. So ist das. Also einmal so. Ja. Puh. Gut. Stehen Sie auf. Natürlich gern. Bitte. Pussy zieht sich an seiner Hand hoch und versucht, ihn wieder durch einen Schulterwurf zu Fall zu bringen. Er wirft sie ins Heu und setzt sich zu ihr. So, und jetzt beginnt... Darf ich nochmal? Ja, von Anfang an. So, und jetzt beginnt das gemeinsame... Nochmal, bitte, war ein Versprecher drin. Ja, tut schon. So, und jetzt beginnt das gemeinsame Training. Bond stürzt sich auf Pussy und will sie küssen. Sie wehrt sich, beide zusammen. Sehr, sehr gut. Als Bond sie schließlich küsst, schwindet ihr Widerstand. Beide zusammen. Sehr gut. Sie waren zu begabt. Das war eigentlich zu gut, ne? Doch, das war doch toll. Ja, es war zu gut. Nein. Ist ja für uns eigentlich ergiebiger, wenn Menschen sind, die nicht alle Buchstaben kennen. Ja. Oder so. Nein, wir haben es so verstopft, so verschüchtert. Hallo, Bond. Sie haben es gut gemacht, oder? Also ich glaube, es wird echt ein toller Film. Es wird toll. Unsere Kollegen in der Technik bearbeiten das jetzt. Und am Ende der Sendung sehen wir dann den Ausschnitt mit ihrer Synchronisation drunter gelegt. Ja? Können Sie ja mit nach Hause nehmen und wir sehen Sie hier im Studio. Das sind die restlichen. Haben Sie toll gemacht. Weiterhin. Können Sie das mitnehmen? Wie? Das können Sie mitnehmen. Gut. Ja. Und Sie kriegen auch dann die Kassette noch, wo der Ausschnitt synchronisiert drauf ist. Viel Erfolg fürs Studium. Danke. Weiterhin und danke fürs Mitmachen. Danke. Tschüss. Die waren sehr gut. Die waren sehr gut, so frisch von der Leber weg. Ja, ganz tolle Kandidaten. Ja. Also das ist ja, also wenn wir drauf aus wären, jetzt nur so Stotterer da zu haben,
Die sitzen ja gar nicht im Publikum bei uns. Moment. Lieber Deutscher Stottererverband, heißt du überhaupt offiziell Stotterer? Ja, glaube ja? Ich. Ja? Ja. Bitte, bevor Sie zum Hörer greifen, zum Fax, Ihren Anwalt jetzt noch belästigen. Natürlich haben wir auch Stotterer im Publikum. Gerne haben wir Stotterer ja, im Publikum. Ja, das ist klar. Natürlich. Ob Stotterer oder Nicht-Stotterer, ja. Ja, für uns gleich geschätzt. Es ist nur so, dass jemand, der stottert, vielleicht von uns nicht gerne einer Situation ausgesetzt würde, in dem er dieses durchaus behebbare Problem hier vorgeführt bekäme. Genau. Keineswegs heißt das, dass Leute, die stottern, bei uns nicht erwünscht sind. Um Gottes Willen. Anders sieht es mit solchen aus, die schielen. Herzlich willkommen, aber es ist eine andere Thematik. Jimi Hendrix wäre heute 60 Jahre alt geworden. Wäre heute 60, wäre länger tot als lebendig. Ja. Also er ist nur 28 geworden. Er wurde nur 28. Und wenn man bedenkt, dass er von 67 bis 70 die ganzen revolutionären Platten gemacht hat, also nur drei Jahre. Ja. Und bis heute die Musikwelt. Beeinflusst. Geprägt. Geprägt, genau. Aber leider, er hat sich selber... Ja, er wollte eigentlich nicht. Er wollte nicht sterben. Ich glaube nicht, nee. Ja. Der Vater ist ja an seinem eigenen erstickt. Ja. Mhm. Und das hier Satire-Magazin Titanic schrieb damals, die Stasi vergiftete sein Heroin. Jimi Hendrix. Yes. Hat er einen Nachfolger? Nein. Diesen kleinen Lenny Kravitz, der macht so auf Jimi Hendrix heute, aber kann ihm nicht das Wasser reichen. Jimi Hendrix ist Jimi Hendrix. Jimi Hendrix ist Jimi Hendrix. Klar. Ja, klar. Kannst du mit Jimi Hendrix auch was anfangen? Ja, ist okay. Was sind eigentlich so deine Lieblingsbands? Ach so. Oh, Weezer, Ash. Mal tolle, neue, was? Ja, jetzt guckst du, ne? Ja. Ach, das waren schon die Bandnamen. Ja. Weezer und Ash. So, jetzt spielen wir Mikado. Die Zeit der besinnlichen Abende steht vor der Tür. Und Mikado ist eigentlich eines der schönsten Spiele für mich überhaupt. Herrlich. Im Familienkreis ist es so toll, Mikado zu spielen. Es ist immer, du musst nie das Tischtuch weggeben oder was du, es fällt dir nie ein Stäbchen runter. Du hast auch nie Streit, hat gewackelt oder nicht. Es ist eines meiner Lieblingsspiele. Na klar. Wirklich, ja? Mikado ist was ganz Tolles und wir haben, um es für Sie sichtbarer zu machen, aber auch in erster Linie, weil wir es uns leisten können, riesengroße Stäbe genommen. Wir gehen mal hier rüber. Ja. Das sind unsere Stäbe. Haben wir die gekauft? Gibt es die in der Größe zu kaufen oder haben wir die extra angefertigt? Nein, Sven hat die angefertigt. Das gibt's nicht. Doch. Die hat Sven selber gearbeitet? Ja. Also sensationell. Ja. Natürlich. Nehmen schon mal ein paar. Also Sven hat auch im Internet geguckt, da gab es auch so 10 Meter hohe. Bitte? 10 Meter hohe Mikado-Stäbe. Die gibt's fertig. Ja, aber die hätte man draußen dann holen müssen. Bitte? Die hätte man draußen. Spielst du mit, Helmut? Okay. Soll ich dir helfen? Also ich nehme die mal alle, ja? Du musst aufpassen, die sind schwer. Das ist pass auf, die sind schwer, ne? Helmut. Nimm doch ein paar weniger und geh ein bisschen häufiger. Jetzt sind wir ja morgen früh noch dran. Ja, warte, ich musste mir so ein bisschen zeltartig hinstellen. Sonst... Oh Gott. Und muss man die zeltartig hinstellen? Müssen die nicht unten zusammen sein? Nee, dann fallen die nicht schön übereinander.
Ich weiß aber nicht, ob das... Das hat in der Probe jetzt immer Sven gemacht. Ja. Ich glaube, die müssen unten ein bisschen dichter sein, oder? Nee, mach nicht so ganz dicht, sonst rollen die alle nebeneinander. Das glaube ich schon. Du lässt es fallen? Ja. Ich muss aber ganz schnell... Oh Gott, weglaufen. Naja, Moment mal. Mach doch mal bitte dunkel, falls was passiert. Mach einfach dunkel und dann machen wir wieder an und gucken, was passiert. Nein, wir wollen doch gleich... Man kann es doch hören. Lass fallen. Lass fallen. Licht! Licht! Ja, super. Das ist doch spannend. Sehr. Das erinnert mich an einen Witz, mit dem ich vor 17 Jahren großen Erfolg hatte. Was wird in deutschen Beamtenbüros gespielt? Beamten-Mikado. Wie geht das? Wer sich zuerst bewegt, hat verloren. Wie spielen wir jetzt? In Gruppen? Wir spielen in Gruppen, ja. Wir bilden Zweierteams, weil die ja unglaublich schwer sind. Das heißt, Susanna spielt auch mit? Ja. Ja? Oh ja. Das ist jetzt die Frage. Wir beide? Wir beide. Wer sind die zwei Teams? Wir beide? Ihr beide? Das können wir jetzt. Also ich will eigentlich mit. Wir machen mit Schnick, Schnack, Schnuck, ja? Nee, mit Schnick, Schnack, Schnuck machen wir, wer anfängt. Das ist ja ganz wichtig hier. Mein Gott, wer anfängt, der kann ja. Ja. Der hat ja schon mal direkt drei. Also ich will mit Susanna machen. Okay, dann mache ich mit Helmut. Okay. So, Schnick, du willst nicht mit Susanna. Wie? Ja, wir können ja nicht so viel Zeit. Absprachen, oder? Ja, nein, wir können nicht so viel Zeit verlieren, wer mit wem macht. Okay, gut. So. Und jetzt aber jetzt müssen wir erstmal darum spielen, wer anfängt. Ja. Helmut und Susanna sollen darum spielen, wer anfängt. Schnick, Schnack, Schnuck, ja? Schnick, Schnack, Schnuck. Okay. Schnick, Schnack, Schnuck. Ah, okay. Wow. So, wir fangen an, Helmut. Also, wir haben schon mal einen hier. Zwei da. Da hinten ist noch einer. Weil gleichzeitig ist es aber schwer, da können wir nicht gucken, ob was wackelt, ne? Ja, aber die Gesäße sind ja hier. Ja, das war ja eindeutig. Vier. Ja, doch schon mal wunderbar. Ich würde hier den nehmen. Ja, den Vorsicht. Machen? Willst du nicht einen da nehmen, so, um hinweg zu... Ah ja, kannst du vielleicht mit den Händen. Ich roll den weg, geh mal weg. Geh mal weg. Sehr gut. Den blauen Aufgleich. Den roten? Ja, hier ist auch easy. Können wir nicht nochmal nur anfangen? Tja, hättest du mal besser Schnick, Schnack, Schnuck gespielt. Das war weg. Ja, aber ich habe ja noch gar nichts gemacht. Ja, aber dann bist du halt falsch gegangen, oder? Das ist ein ganz der Boden ist schräg. Ja, aber das hat sich bewegt, dann sind die anderen dran. Er hat nicht angefasst. Ja. Das zählt nur, wenn man angefasst hat, wenn sie es bewegt. Das genau. Hat er vorher nicht gesagt. Doch, doch. Ich finde, wir fangen nochmal neu an. Der Mikado-Beauftragte vom Hutzelmännle-Grill hat das gefasst. Ja, mach wenn den, ihr noch nicht genug habt, mach dann den mach Grünen weiter. Mach weiter. Den hier oder den? Ich würde den hier nehmen. Ja, du hilfst gar nicht, du hältst ihn fest. Doch? Mhm. Okay. Ja. Super. War das nicht cool. Den auch, ne? Den kriegst du auch. Hat sich gemacht. Oh, aber jetzt aber hallo. Leg den mal schön wieder hin. So. Den nehmen wir natürlich jetzt nicht. Nee. Was ist denn da hinten überhaupt? Ist doch egal, mit welchem hier rausfliegt. Die da hinten sind einfach. Ja, soll ich die mal nehmen? Du musst aber immer mit deinen Stellen mit dabei hergehen. Guck mal hier, ich denke, das ist der einfachste hier. Absolut. Also, ja, aber was passiert gerade? Ich würde den hier nehmen. Guck mal, was. Entschuldigung. Dürfen auch mehrere gleichzeitig. Klar. Und was willst du dann machen? Geh weg, er hat wieder so eine Spezialidee. Ja. Hier die fünf. Da komme ich hier nicht dran, da komme ich auf jeden Fall an den dran. Okay. Ja. Gut, wir probieren hier den. Ganz vorsichtig. Mit nur einem Finger. So, hast du? Ja. Jetzt ganz zart hoch. Ja, aber bewegt sich ja hat schon. Sie schon hat sich schon. Ja, tolle Idee, Mann. Hat sich bewegt. Auf dich höre ich nochmal. Hat sich bewegt. Jetzt machen wir, Helmut. Den gleichen? Den, ja. Ganz vorsichtig. Pass auf, ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Ja. Ja? Ja, komm, vergiss es. Komm, Mann, wir machen den hier. Ja, wir machen der ist einfach. Den, ja. Mach du den mal alleine. Der grüne doch, der so.
Super! Lass uns mal diesen roten versuchen. Ja, das ist. Obwohl, da könnte der Grüne wegrollen. Ja, der könnte aber echt wegfallen. Du, es führt kein Weg dran vorbei. Wir müssen den roten da wegkriegen. Oder hier, der ist auch gut. Der ist nur, den drehen wir hier so ganz vorsichtig weg. Das schaffen wir. Das funktioniert nicht. Wegdrehen oder hoch? Nimm einfach nur, ich mache jetzt 1, 2, 3, hups. Hey, super. So, komm, wir haben Lauf. Schnell. 1, 2, 3, hups. Oh. Und jetzt nicht. Oh. Ja, 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 ja. Nee, komm, den müssen wir noch mal so legen wie Hack. Ja, dann. Den ihr habt schon so viele. Der war ganz dran. Mikado ist ja eines der langweiligsten Spiele. Oder? Oder? Das ist doch dermaßen langweilig. Sehr gut. Nein, der hier unten hat sich bewegt. Ah ja, komm, dann sehen wir drüber weg. Boah. Ja, mach du auch mal einen, Harald. Wir haben den Mikado. Wieso? Wir haben den Mikado, der blau gestreift. Damit können wir auch runterschippen. Also darf man das nur mit dem Mikado? Nur mit dem Mikado. Was? Wenn man den Mikado schon als Kind gelangweilt. Der ist gelangweilt alles. Ja. Also ich meine. Außer Poker. Ja, bewegt. Bewegt. Manu ist sauer. Ja, guck dir mal, wir haben ja schon alles abgestimmt. Ja, wer hat denn? Du hast geübt? Nein, ich hab gibst du, du hast geübt? Nein, ich doch, du hast geübt. Nein, du hast mit den Großen geübt? Das stimmt überhaupt nicht. Die kriegst du doch gar nicht in deinem Büro. Wo hast du denn damit geübt? Ich hab doch nicht geübt. Wer hat jetzt gewonnen? Wie kommst du denn darauf, dass ich geübt habe? Du übst immer alles. Das stimmt überhaupt nicht. Ja, natürlich, sag's mal. Was soll ich denn? Ja, klar. Sag's mal, er hat geübt. Mit dem Stämmen oder mit kleinen? Er hat geübt. Nein, er hat geübt. Sag mir doch mal natürlich hat er geübt. Was habt ihr denn geübt? Das ist klar, hast du geübt. Mal zu, dass ja, ich muss doch irgendwie pfeifen üben. Ja, ich kann doch mal zu, dass du geübt hast. Also wenn du pfeifst. Jetzt gibst du, ist okay, jetzt heul doch nicht, Mensch. Gib doch mal zu, dass du Mikado geübt hast. Aber wir sind dran, Harald, komm. Mikado ist scheiße. Wir haben gewonnen.